Microsoft verteilt Windows 10 immer aggressiver. Zahlreiche User berichten, dass sie das Upgrade auf Windows 10 nicht verhindern konnten. Deren Windows 7 Rechner starteten einfach neu und präsentierten sich anschließend in neuem Gewand. Dahinter steckt vermutlich eine Änderung, die Microsoft im Februar eingeführt hatte. Seitdem ist Windows 10 kein optionales Update mehr, sondern ein empfohlenes. Das bedeutet, wer die automatischen Updates aktiviert hat, erhält Windows 10 ohne Nachfrage. Microsoft kann sich so zwar über schnell wachsende Nutzerzahlen freuen, doch der Preis für diesen Erfolg ist hoch. Viele User sind wütend, weil ihre Rechner nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Und dieses verspielte Vertrauen wird Microsoft so schnell nicht zurückgewinnen.